dann ging es auch schon gleich wieder los mit der Euro-Headline-Tour. Wir hatten Nightliner, die haben es uns richtig gut gehen lassen, haben Crew mitgenommen und ein Package, was wir selber zusammengestellt hatten, bestehend aus Bands, die wir alle sehr interessant fanden. Es fing an bei Abraham, die ich auch auf meinem Label veröffentliche, die zweite Hälfte der Tour den Opener gemacht haben, und Hackride aus Frankreich, die erste Hälfte der Tour den Opener gemacht haben. Die zweite Band im Package waren Tides from Nebula aus Polen, die halt so ein bisschen die Post-Rock-Schiene halt bedienen. Dann kam Shining aus Norwegen, grandiose Band. Every band was very different and every band was pretty established. Not everywhere, but like in certain territories at least, so that made this package very strong. Wir haben das Album in voller Länge gespielt, konnten Produktion mitbringen und das sah alles mal so ein bisschen so aus, wie das halt mal aussehen soll. Gerade weil wir im Rahmen von Summer Slaughter wirklich nicht viel machen konnten. Der Jorgen von Shining, den haben wir dann auch noch mit auf die Bühne geholt. Der ist ein wahnsinnig geiler Saxophonist und wir haben natürlich beim Endteil von Origin of God, von der Heliocentric, einen sehr jazzigen, auch im Studio improvisierten Saxophonteil. Das war halt sehr cool. Er hat dann einfach frei was drüber gespielt über die bestehenden Spuren und war dann auch echt so der Last Man Standing auf der Bühne. Das war der letzte Song vom Zugabeblock und Jorgen stand halt noch da und es ist sehr, sehr gut angekommen, auch bei den Leuten. Nach Osteuropa. Die Rumänien-Shows waren alle beide sehr, sehr geil. Geiles Publikum. People were just so much into it, so much energy. And it was the same for Tides from Nebula. It was the same for Abraham. It feels a bit like the same as in China or Russia. People are coming because something's happening. And Bucharest was awesome because we all got to party afterwards at the club next door. Wo wir bis um 6 oder 7 Uhr morgens, bis Baskol war, alle uns die Kante gegeben haben. So that ended up. Yeah, I'm not legally allowed to talk about these things, but it was great. Romania ruled. Und von da ging's dann nach Sofia in Bulgarien. In Bulgarien sind wir nur einmal gewesen vorher, 2008, und da waren, ich glaube, 25 Leute da, und deshalb wusste ich überhaupt nicht, wie das wohl werden würde. But in the end it was pretty packed and same, like incredible people, really into it. Da ist offenbar viel passiert, ein sehr guter Abend, super coole Promoter, die sich echt Mühe gegeben und echt einen Arsch aufgerissen haben in jeglicher Hinsicht, in einem Land, wo alles sehr, sehr schwierig ist, weil es noch keine große Szene gibt für die Art von Musik, die wir machen. Ich habe echt viel Respekt vor den Leuten, die das da möglich gemacht haben und uns wirklich einen der coolsten Abende der Tour verschafft haben. Außer vielleicht der Load-In, der war nicht ganz so toll. Loading was a pain in the ass because the bus was parked pretty far away. Even carrying two guitars for 3 minutes is long when you have stairs and you have to cross streets and stuff. Der Venue war halt in so einer U-Bahn-Unterführung. Es hat geregnet und es hat ewig lang gedauert, so, bis wir dann endlich da waren.
Athen kam als nächstes. Und wir wollten uns unbedingt mal noch ein bisschen was angucken gehen, weil wie oft ist man schon in Athen? So, das ist Griechenland. Ja. Wir sind jetzt hier in Griechenland. Geil hier, sind so Säulen. Die sind schon älter auch. Gagarin 205 heißt der Venue, glaube ich. You know, it's a big venue. It's like probably like 1300 capacity. Und das hat sich angefühlt wie einfach mal eine richtig geile, fette Headline-Show. Große Bühne, guter Sound. Und Loic ist dann echt hochgeklettert auf diesen Balkon, diesen ziemlich hohen Balkon. Das machte er nun öfter. Und von da in die Menge gesprungen. Der macht das halt gerne mal, dass er dann die Location nutzt, um von irgendwelchen höheren Orten runterzuspringen. Und an dem Abend war es echt so, ich habe rüber geguckt zu Jonah und ich habe rüber geguckt zu Luke und wir haben alle gedacht so, oh weia, ey, wenn das Mann gut geht, ey, das ist echt verdammt hoch. Die letzte Show der Tour war dann in Sarajevo und eigentlich hätten wir uns alle gewünscht im Nachhinein, dass die letzte Show der Tour in Athen gewesen wäre. Aber man kann sich das nicht aussuchen und wir mussten ja auch wieder nach Berlin zurück, 2500 Kilometer, und irgendwo auf dem Weg hätten wir eh Pause machen müssen, weil ne, die Fahrer können nicht einfach so durchballern, halt irgendwie 72 Stunden, die Busfahrer. We had to drive through snow, we had to go through borders of like Bulgaria, Serbia and then Bosnia. Not being sure they're gonna let us in or whatever. Und irgendwann nach einer Stunde oder so oder anderthalb Stunden haben sie uns reingelassen, was eigentlich echt easy war im Nachhinein. Wir waren dann aber trotzdem viel zu spät in Sarajevo, kamen um 10 oder halb 11 an. Und zu dem Zeitpunkt waren wir alle völlig gaga, weil wir saßen alle 20 Stunden im Bus, hatten nichts gegessen den ganzen Tag und alle waren halt irgendwie genervt. Everything was wrong. It was cold as fuck and there were like 30 people in the room. Und das war natürlich tragisch, weil das war der letzte Gig für Luke und Jonah. Yeah, that was the shittiest ending of a tour ever, and especially the shittiest ending for a 6 years commitment to a band, honestly. And in the end, like, even Robin apologized after the show. He was like, oh, I'm sorry that it was you guys' last show. And I was like, yeah, but we're gonna remember that one at least, you know? Hat's den beiden vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht am Ende, als wenn es jetzt irgendwie so eine richtig geile Show gewesen wäre. Aber wir haben dann versucht, das Beste daraus zu machen. It was our last show, so we wanted to like give something anyway. And we wanted to share something with Loic and Robin and Chris. And that was the most important thing. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr intensive Zeiten, auch gute wie schlechte. Und insofern waren das natürlich emotionale Momente da am letzten Abend. We all hugged each other before going on stage and after, which we don't really do usually. Ich war schon traurig irgendwie an dem Abend, auch die nächsten Tage, weil mir die beiden schon ans Herz gewachsen sind und wir einfach verdammt viele gute Zeiten miteinander hatten. Aber wir wissen alle, dass es auch bitter nötig war. Wir haben einfach gemerkt, dass wir nicht mehr im selben Boot sitzen wirklich. When you join an established band, you know you kind of have to stick to a certain aesthetic, to a certain vision, you know, which we made ours for a short while, but then it went to the point where I didn't have an opinion on our music anymore, or like the kind of like bands that people listening to The Ocean are listening to. I was just like, this is not me anymore. Wir hatten uns einfach musikalisch und auch als Menschen ein bisschen auseinandergelebt. I think personally it wasn't going well the last tours, and that sucks because we're supposed to be good friends. All the aspects of this band, in the creative process, in the songwriting, in the stage performance, I know for sure that's not the way I'm going. That's not what I'm seeking for in music, and I know I won't bring much more on the table to this band either. You feel you're in the wrong scene, which means you want to do something else, but then I didn't have time to do something else. Being in this band made me leave this band because it made me understand what I wanted artistically. I have no regrets on anything. It was
all completely worth it. I've learned a lot and I've done a lot of things that made me who I am right now as well. And I'm sure this band is still far from where it can go. Mir ist am Ende doch ein Stein vom Herzen gefallen, dass alles eigentlich doch so gut auseinandergegangen ist und gut gelaufen ist, weil das kann auch viel hässlicher sein. Ich bin den beiden dankbar dafür, dass sie ihr Commitment für diese Band aufrechterhalten haben, wirklich bis zur letzten Show. Das fand ich sehr gut. Ich persönlich finde es schon traurig, dass sie gehen. Konnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass jetzt jemand anderes dann da links neben mir steht und Gitarre spielt. Die beiden haben das sehr fair und sehr früh angekündigt, sodass wir auch die Möglichkeit hatten, guten Ersatz zu finden und nicht irgendeine halbgare Lösung. Als Luke im Juni gesagt hat, dass er Ende des Jahres aussteigen wird bei The Ocean, war mein erster Gedanke, wer soll jetzt seine Nachfolge antreten? Und da kamen mir eigentlich spontan zwei Schlagzeuger in den Sinn. Einer von den beiden war Paul Seidel von War from a Harlot's Mouth, den ich schon länger kannte, mit dem wir auch mit The Ocean schon getourt waren. Und dann war es jetzt so, dass wir eigentlich fast parallel so eine Art einschneidendes Banderlebnis hatten, dass im Prinzip wir bei War from a Harlot's Mouth jetzt gesagt haben, dass wir eine Pause machen. Und bei The Ocean war es so, dass Luke und Jonah sich jetzt dazu entschieden haben, aus der Band auszusteigen. Ich glaube, es waren wirklich nur ein paar Tage, nachdem Luke uns mitgeteilt hatte, dass er uns verlassen wird, habe ich Paul angerufen und ihn gefragt, Paul, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal zusammen proben? Wir haben vor der letzten Europa-Tour jetzt quasi einmal ein Wochenende geprobt und das war sozusagen für mich dann das Ja. Paul ist einfach ein super Typ, auf den ich auch Bock hatte als Mensch und als Schlagzeuger sowieso ist er einfach ein Ausnahmetalent und jemand, der, ja, der so ein bisschen seiner Zeit voraus ist, glaube ich auch. Die Gitarrenposition war da noch länger offen. Da hatten wir verschiedene Optionen. Wir haben noch mit einem anderen Gitarristen geprobt, auch einem deutschen, sehr, sehr guter Gitarristen, auch ein super Typ, waren da aber noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das sozusagen die finale Lösung sein würde. Und dann kam irgendwann während der Tour dieser Typ namens Damien Murdoch an, der uns einen Song geschickt hat, ein YouTube-Video von sich geschickt hat, wo er einen Dillinger-Song covert. Und dann habe ich dem gesagt, spiel doch mal zwei unserer Songs, habe ihm Tabs geschickt und wirklich einen Tag später, also keine 24 Stunden später, kamen diese beiden Videos zurück, wo er The Wishing Dreams und Disequilibrated spielt. Und das war halt voll auf den Punkt. War saugeil und auch in der Kommunikation habe ich irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, dass wir sowohl als Menschen als auch als Musiker dasselbe wollen und dass Damien auf jeden Fall eine Bereicherung für die Band ist. And then a week later he said, right, you need to learn the whole album. Pelagiel, he was impressed and said you need to be in Berlin in a week. And so I took the week off work teaching guitar and learned Pelagiel in a week. Sieht halt so ein bisschen aus, so halb Super Mario, halb Chopper Reed. Also kann man auch auf die Bühne stellen, geht schon klar. Und ich habe total Bock drauf, mit den Leuten jetzt erstmal auch die alten Songs zu zocken, zu sehen, wie das funktioniert, die zu proben. Damit fangen wir jetzt im Januar an und anschließend geht es dann in die USA für unsere erste Headline-Tour seit 2008 mit Scale the Summit.